So, hallo. Da nehmen wir einen CLK, den haben wir kämmt und bürst. Da haben wir mal Sanderskonservierung mit einer Entrostungsarbeit, das große Programm durchgeführt. Der Mann möchte das Auto noch lange fahren. Und jetzt die Frage, wird das ein Klassiker für junge Leute? So wie der 190er 201. Das ist ein Kompressor, ein 230er. Der Unterboden war noch gut zu richten. Der Schweller, das haben wir glaube ich auch irgendwo fotografiert, wenn die Bilder noch da sind. Manchmal genau welche verloren, auch Filme. Im Speicher, da müssen wir was tun. Da ist der Schweller geschweißt vorne, das war komplett durchgerostet. Das ist zweiteilig. Ich weiß nicht, ob die Bilder noch da sind. Hier ist praktisch ein Deckel vorgesetzt, das ist aber ein Stück, das ist ein Hohlraum. Und da ist ein Schwellerdeckel. Und da geht eigentlich ein Schweller los. Aber das gehört auch dazu. Das ist einfach, man kann so sagen, da ist eine Trennwand drin. Da war die Trennwand unten abgerostet und der Schweller unten komplett weggerostet. Die andere Seite war einwandfrei. Vermutlich ist da mal Dreck reingefallen. Das war durch, das hat man geschweißt. Sonst war halt die Radlaufproblematik. Was sie alle hin, das war schon dreimal überlackiert. Das haben wir jetzt wieder gerichtet und halt von innen auch gefettet. Also das Fett, auch sieht man meinen Finger, auch von innen da reingespritzt. Dann sollte es da ein bisschen rauslaufen, hier ein bisschen verschmiert aussehen. Ist zwar nicht schön, schützt aber die Kante ein bisschen. Ansonsten hätten wir da neue, gut, da können wir jetzt mal neue Seitenwind einschweißen, wenn das so rostig ist, oder Reparaturbleche anfertigen, kaufen, einschweißen. Wahrscheinlich Reparaturbleche, aber jetzt haben wir es mal so gestrahlt und gerichtet, sollte eigentlich gut sein. Der ganze Unterboden ist schon im Auto eingefettet. So, ich muss hier langsam laufen, dass sie es nicht so verschüttelt, gell? Da hinten ist das Auto von hinten. Aber es ist jetzt recht gut konserviert. Ein Kofferraum war auch rostig. Vielleicht kann man auch noch Bilder einstellen, aber das ist ja eigentlich bekannt. Das haben wir schon oft gezeigt oder das wissen andere Leute auch. Unterm Deckel war es rostig. Der Unterwall ist rostig. Da in der Ecke haben wir nur Fett, ein bisschen Fett reingestrichen. Das geht dann eventuell, wenn es warm werden kann, in die Ritze rein. So. Die Untergarne liegt grau rauslackiert, wo das Reserverad sitzt. So. Jetzt machen wir dazu. Mir selber ist das Auto zu rund, aber es ist ja Geschmackssache. Gell? Was mir an dem Auto nicht gefällt, kann ich auch sagen, haben wir beim anderen auch schon mal gezeigt. Die Linie ist schon in Ordnung. Wo ist mein Finger? Die gehen wir vor bis zu der Türe, die Linie. Und hier hat mein Problem ist da. Da hinten und da hinten. Wenn sie da hinten hört es auf. Und da geht's nuff. Und das gefällt mir nicht. Aber es scheint auch schwierig so zu fertigen, dass es so eine Linie ist wie beim Strichachter zum Beispiel. Und der 23er, das hat was mit Unfallverhütung oder passiver Sicherheit. Na gut, ist, wenn man drin sitzt. Im Prinzip so, wie ein Aussehen vom Fußgänger vorne drauf liegt. Dass der halt besser abrollen kann, dass dem nicht so viel passiert. Müssen halt die Front da anders gestaltet sein heute wie früher. Früher hat man da nicht so drauf geachtet. Naja, ein anderer kann es besser erklären, aber Sie hätten es vielleicht verstanden, was ich meine. Also, da haben wir den gerade ausstreichen. So, da haben wir. Da ist was explodiert, kommt also auch mal vor, aber kein Auto.
Also. Ganz kurz, Dankeschön fürs Zuschauen.